Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich mache eine Staffel oder halt eine Folge und die heißt Wild und Frei. Und heute mache ich die erste Folge, also die erste Serie und ja, fangen wir direkt mal damit an. Komm Schatzi, ich versorge dich jetzt erstmal. So, jetzt mache ich zuerst mal noch die Decke und dann darfst du auch schon fressen, Schatzi. Tschüss. Ich glaube, ich bin sogar die Letzte. Dann schließe ich mal die Tür. So. Ab nach Hause. So, es ist soweit. Mist. Ich muss sie doch irgendwie aufbekommen. So. Oh, was war das? Oh. Hä? Ich hab nur geträumt. Bleib wieder zu. Da ist sie. Zuerst muss ich meine Decke irgendwie abbekommen. Ah! So. Hallo. Hallo, wer bist du? Nicht! Hi! Hallo! Wer bist du? Das ist mein Cousin! Endlich bist du wieder hier! Hallo! Hi! Und das ist mein Bruder! Echt jetzt? Ja! First Recast! Genau! Oh, es freut mich so, dass du wieder hier bist. Ja, es ist nur so, ich glaube, dass ich nicht für immer hier bleiben kann. Aber wieso? Es ist doch viel besser hier in der Natur. Ja, schon, aber ich habe eine Besitzerin und ja, will das andere, wo ich dort auch noch habe. Und ja, wer ist das da hinten? Das ist Eskada. Sie ist neu in unserer Herde. Ach so, da will ich sie mal kennenlernen. Ich würde ein bisschen warten, weil sie ist halt sehr schüchtern und ja. Aber wir können schon mal zu ihr. Aber es ist halt echt schlimm. Sie hat halt sehr fest Angst, da sie mal etwas Schlimmes erlebt hat. Ach so. Hey. Hey. Du brauchst keine Angst vor mir haben. Ja, die meisten haben ein bisschen Angst vor mir, aber... Ja, ich bin gar nicht so schlimm. Also, ich wollte dich fragen, ob du schon Essen hattest, weil, ja. Ja, ich habe schon ein bisschen gegessen. Hast du noch Hunger? Nein, schon gut. Okay. Also komm, wir können mal zu ihr. Man muss halt langsam gehen und, ja. Okay. Ich gehe mal zu meinem Platz. Okidoki. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Festricast und ich bin ihre Yakuza und ja. Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Hey. Er ist ganz lieb.
Du musst keine Angst vor ihm haben. Ich mach dir wirklich nichts. Okay. Also, gute Nacht. Wenn was ist, kommst du einfach, okay? Ja. Tschüss, gute Nacht. Gute Nacht. Wir verstehen uns eigentlich jetzt schon sehr gut, also ich und Eskada, aber ja, sie, ihre Geschichte ist halt, ja, die, jetzt hat sie halt eben Angst und so. Kann ich sehr gut verstehen. Also, ich mache dir jetzt gleich mal einen Platz und da kannst du dann schlafen und ja. Wie lange bleibst du eigentlich? Oh, danke, ich weiß nicht, wie lange ich bleibe, aber ja, weil ich muss jetzt halt bald zu meiner Besitzerin zurück, weil wenn sie erfährt, dass ich nicht mehr in meine Box bin. Also heute? Nein, aber morgen früh gehe ich mal und dann komme ich vielleicht wieder, aber ja. Aber du kannst doch einfach hier bleiben und liebst doch die Freiheit und ja, aber ich muss halt auch zu meiner Besitzerin, aber wir klären das morgen ab. Okay. Weißt du, du bist für mich wie ein großer Bruder. Ja, ich weiß. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall mal schlafen. Ich bin recht müde von der Reise. Okay, ich zeig dir jetzt mal deinen Platz und dann. Ich hab dir schon mal etwas bereit gemacht. Also, du weißt ja eigentlich, wo dein Zimmer ist, sozusagen. Ja. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Am nächsten Tag. Wow. Die Blätter sind nicht gut. Zum Frühstück. Sie haben gesagt, ich darf nicht auf der Wiese. Aber ich muss meine Mutter finden. Nein. Ich lasse sie nicht im Stich. Ich muss hier bleiben. Aber er hat gesagt, dass er ja mit mir meine Mutter sucht. Ich warte lieber mal. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, schon. Okay. Aufwachen. Hallo. Aufwachen. Aufwachen. Hör was? Irgendwas passiert? Nein. Oh, also ja, der Tag hat begonnen. Ach so. So. Und? Bleibst du jetzt hier? Komm, wir besprechen das. Als sie es besprochen haben. Okay? Okay. Leute, bitte alle herkommen. Super. Also, ich habe eine Nachricht. Ja, ich gehöre ja zu dieser Herde. Bin ja eigentlich aber ein Pferd, das jemandem gehört. Ich gehe nicht nach Hause, sondern ich bleibe hier. Ja! Ja! Endlich hat er sich richtig entschieden. Cool. Das ist irgendwie noch nett. Schön. Also, ich gehe dann mal einen Spaziergang machen. Kommt ihr mal mit? Hallo, kommt jemand mit? Ja klar, ich komm mit. Komm. Ich finde schön, dass du dich so entschieden hast. Geh mal nach hinten. Ja. Ich freue mich auch, endlich wieder frei, einfach wild und frei sein zu können. Ja. Okay,
mach du mal dein Ding. Und ja, du bekommst dann auch einen richtigen Platz. Wenn du willst, kannst du auch einfach hier bei deinem alten Platz bleiben. Und ich finde es sehr schön, dass du hier bleibst. Und ja, ich muss dann auch mal ein paar Sachen machen. Okay, tschüss.